komme aus Herzogenaurach, bin nicht ganz neu, bin im Kirchenvorstand das zweite Mal, aber ich bin jetzt neue Vertrauensfrau. Insofern ist es doch eine neue Rolle. Wir sind eine relativ große Gemeinde mit verschiedenen Pfarrern, haben eine neue Kirche gebaut, es ist jetzt vorbei. Ich denke, wir haben die baulichen Sachen jetzt hinter uns und es wäre jetzt gut, wenn wir Gemeinde weiterhin bauen. Den Glauben den Menschen näher zu bringen, erstmal selber sich zu festigen, ein Ziel zu finden, wo man hingehen möchte und dann dieses Ziel umzusetzen, an die Menschen ranzukommen. In dieser Zeit, wo die Menschen von der Kirche eigentlich ja viel mehr weggehen, obwohl sie die Kirche mit ihren Antworten manchmal in ihrem Leben brauchen würden. Ich denke, man hat viele Möglichkeiten, man verliert sich aber im Alltag. Manchmal ist das Geld oder was anderes, das Personal zu wenig oder man hat nicht das richtige Personal auf der richtigen Stelle. Das ist aber immer so. Aber im Großen und Ganzen denke ich, man hat viele Möglichkeiten und man muss es anpacken. Was ich mir wünsche, ist so diesen Impuls des Startens, des Anfangs es zu tun und sich nicht im Alltag zu verlieren und sich nicht in den Vorschriften zu verlieren, sich nicht in den Kleinigkeiten zu verlieren.